Darum soll es heute gehen, wie ich vom introvertierten Fitnesscoach zum Baulig-Vertriebler geworden bin mit 27 Millionen Euro Auftragsvolumen. Das Ganze ist so zustande gekommen, dass ich gestern überlegt habe, worüber kann ich sprechen? Ja, also habe wieder sehr spontan überlegt, wie ich einen Vortrag halten kann. Und da wird mir mehrfach gesagt, hey, wäre eine coole Idee, wenn du einfach so ein bisschen über deine Story erzählst. Ja, weil du warst ja damals sehr schüchtern, sehr introvertiert. Und erzähl einfach ein bisschen, wie du dich entwickelt hast. Deswegen nehme ich euch heute ein bisschen mit auf meine Story, wie sich das seit ungefähr 2015 entwickelt hat. Aber erstmal die Frage, wer von euch hat denn schon achtstellige Auftragsvolumen abgeschlossen? Siebenstellig? Wie viel sechsstellig? Okay. Wer will alles achtstellig abschließen in den nächsten Jahren? Wunderbar. Sind wir alle im richtigen Raum hier. Also meine Story. Ich glaube, da sind einige Learnings für euch drin. Ich war nicht immer der Experte, wenn es darum geht, irgendwie Kunden zu gewinnen, Vertrieb zu machen, überzeugend zu sein, mindset-technisch richtig aufgestellt zu sein. Ich komme tatsächlich noch nicht mal aus Koblenz. Ich komme aus einem kleinen Dorf an der Grenze zu Frankfurt, würde ich es mal nennen. Eigentlich Bayern, aber spielt nicht so eine große Rolle. Aber ich bin auf jeden Fall nicht unbedingt unternehmerisch so aufgewachsen, dass ich schon alles wusste. Hatte eigentlich keine Ahnung von dem ganzen Zeug. Bin auch nicht in so einer DSDS-dramatischen Story aufgewachsen, dass ich irgendwie super arm war und erst dadurch dann auf Geld verdienen gekommen bin. Hatte eine super liebevolle Familie, super harmonische Familie, also auch wirklich fast schon zu harmonievoll, wenn es dann um Unternehmertum geht, da komme ich später nochmal drauf. Bin so aufgewachsen, dass ich aber immer wieder gemerkt habe, okay, an manchen Stellen fehlt dann doch das Geld. Ja, wenn es dann doch mal darum ging, irgendwie in den Urlaub zu fahren, dann konnte der teure Urlaub doch nicht gekauft werden. Oder wenn das Auto kaputt war, ja, fahren wir doch mal 3 Monate ein bisschen länger mit dem Opel Corsa rum, der dann nicht ganz so gut lief, wo die Tür ein bisschen gehakt hat. Und da hat man schon gemerkt, okay, Geld fehlt immer so ein bisschen. Deswegen war mir klar, ich will irgendwann mal richtig viel Geld verdienen, um meiner Familie einfach die Freiheit zu bieten, die sie verdient. Das war so meine Grundmotivation. Mir war relativ schnell klar, Studium und irgendwie eine Ausbildung machen, das ist jetzt nicht so der richtige Way to go, um sehr viel Geld zu verdienen. Deswegen, was war Yannicks Idee? Ich habe eine Expertise, Fitness. Gesundheit, Fitness, Ernährung, geilen Körper aufbauen, wusste ich schon immer. Ja, wir haben eben gerade darüber gesprochen. Das Ganze habe ich mir schon seit meiner Jugend antrainiert, habe mir einen geilen Körper antrainiert und dann hat es so langsam angefangen, schon nach dem Abitur, dass Freunde, Bekannte auf mich zugekommen und gefragt haben, sag mal, wie machst du das? Wie isst du so leckeres Essen? Siehst trotzdem so aus. Und ihr könnt euch vorstellen, es lag da natürlich nahe, dass ich so Stück für Stück für Stück in dieses Selbstständigkeitsthema reingerutscht bin. Mal hier ein bisschen mit jemandem trainiert habe, mal da ein bisschen jemandem einen Trainingsplan geschrieben habe, mal dort irgendwie zum Thema Mindsets und disziplinierte sein einen Input mitgegeben hat. Und das Ganze hat sich dann so entwickelt, dass ich tatsächlich 2016 Anfang war es, habe ich mich dann selbstständig gemacht. Tatsächlich mit einem Geschäftspartner, Philipp Klein, ich weiß nicht, einige von euch kennen den, der leitet hier bei uns die IT-Abteilung. Auch sehr, sehr geiler, sehr gut aussehender Typ. Das Ganze hat sich dann so entwickelt, dass wir uns gedacht haben, hey, voll die geile Idee, lass uns mal Infoprodukte verkaufen zum Thema Abnehmen, zum Thema, wie ernähre ich mich. Ja, damals so 2014, 15, 16 war so diese Infoproduktzeit. Ich skippe jetzt mal ein bisschen vor, weil sonst wird es ziemlich lang. Von 2016 bis 2017 Ende. Philipp und ich sind am Probieren und Probieren von irgendwelchen Fitness- oder von irgendwelchen Marketingmaßnahmen, um Fitnessprodukte zu verkaufen. Werbung schalten auf YouTube, Werbung schalten auf Facebook, irgendwelche Infoprodukte kreieren, erstmal 3 Monate lang irgendwelche Kurse drehen, die am Ende überhaupt keiner haben möchte. Und ich habe euch auch ein bisschen Material mitgebracht, damit ihr auch ein bisschen was zu lachen habt. Das bin ich, falls man es nicht so erkennt. Sehr hübsche Frisur auf jeden Fall. Und dafür war ich schon auch hier in der Baulig-Gruppe auf jeden Fall bekannt, dass ich sehr mutig war, weil ich diese Frisur habe. Ende 2017 ist diese Situation hier quasi entstanden. Wenn ihr euch fragt, wo das ist in der Garage von meinem Vater daheim. Da sind es ungefähr 5 Grad drin, weil es Winter war. Aber ich war mir zu stolz, um in meinem Kinderzimmer zu arbeiten. Deswegen habe ich die Garage einfach umgebaut. Aber es war kalt, das war mir egal, weil ich habe ja eine Startup-Hustle-Garage gehabt. Das war natürlich super cool. Aber letzten Endes, was da die Situation war hier 2017 gegen Ende, ich habe super viel probiert, super viel Geld verbrannt in Maßnahmen, die nicht funktioniert haben, um Fitnessberatung, Fitnesscoaching oder auch Infoprodukte zu verkaufen. Habe super viel Geld verbrannt, auch in anderen Coachings oder Seminaren oder so Weiterbildungsmaßnahmen, die wirklich nicht so gut gezündet haben, weil überall was anderes erzählt wird. Wer hat schon mal Geld verbrannt in anderen Weiterbildungsmaßnahmen, die irgendwie nicht so gut war? Ja,
kriege ich sehr häufig erzählt. Dann kam ja die nächste Zeit, weil hier in dieser Zeit war ich sehr schüchtern, sehr, sehr ängstlich, hatte sehr viele Mindset-Blockaden und ich wusste, ich muss daran arbeiten. Deswegen bin ich natürlich immer weiter auf Seminare gegangen. Dann 2017 gegen Ende, Oktober oder so, glaube ich, war das, sitze ich auf einem Seminar und da kommt so ein echt unsympathischer Typ auf die Bühne, erzählt 20 Minuten lang voll den geilen Scheiß. Wer war das? Natürlich Andreas. Andreas steht auf dieser Bühne, kein Mensch in diesem ganzen Publikum mag den, aber was er erzählt, war so geil, dass keiner das leugnen konnte. Ich denke mir so, okay, der Typ hat gerade in 20 Minuten mehr Zeug gesagt, als das, was ich in 2 Jahren irgendwie sinnvoll zusammengebracht habe. 2 Tage später, ich sitze im Verkaufsgespräch bei Baulig. In dem Verkaufsgespräch sitzt vor mir Abend. Abend redet mit mir, erklärt mir sehr geile Dinge, macht noch mehr Sinn für mich. Ich denke mir so, alright. Ich habe schon ziemlich viel Geld verbrannt, also was soll's, come on, let's try it. Ich buche das Ganze, steige ein, relativ schnell tatsächlich. Innerhalb vom ersten Monat gewinne ich meine ersten 2 Kunden. Und ihr wisst ja, wir verkaufen nicht unbedingt diese Infoprodukt-Thematiken oder bringen das euch nicht bei, sondern ich habe dann auch mein ganzes Modell gewechselt auf hochpreisiges Coaching. Das heißt, ich habe dann von 2.000 bis 6.000 Euro Fitnessprodukt und Fitnesscoachings verkauft. Wirklich mit intensiver Betreuung, habe vor allem Unternehmern geholfen, Bauchlos zu bekommen. Das Ganze relativ schnell eben funktioniert mit den ersten 2 Kunden. Ich vollkommen gemeinfuckt denke mir so, what the fuck. Das, was ich die letzten 2 Jahre gemacht habe, hat wirklich nicht funktioniert. Aber das, was ich jetzt gemacht habe, hat auf einmal funktioniert. Das Ganze hat sich schon so weiterentwickelt, dass ich im 2. Monat schon an der 5-stelligen Grenze war. Beziehungsweise wir. Ich habe das, wie gesagt, mit einem Geschäftspartner gemacht. Der muss mir auch mal Credit geben. Das Ganze hat sich dann so entwickelt, dass ich hier in Koblenz vor Ort war, auf dem Seminar. Coaching und Consulting Day hieß das, glaube ich. Also ihr müsst euch das hier vorstellen, nur in einem ganz, ganz kleinen Minibüro mit gefühlt 5 Leuten. Also es war wirklich die Anfangszeit von Baulig. Trotzdem waren Andreas und Marc schon sehr smart, haben mir schon so viele Impulse mitgegeben, dass ich mir gedacht habe, was würde passieren, wenn ich jeden Tag mit diesen Jungs Zeit verbringen würde? Wenn schon so ein Coaching so viel aus mir rausgeholt hat, was würde passieren, wenn ich konstant Zeit verbringen würde mit denen? Und dann habe ich mitbekommen, die Jungs suchen Mitarbeiter. Ich meine, natürlich erstmal so in den Sinn, hey, macht doch gar keinen Sinn. Ich meine, du hast doch gerade deine Selbstständigkeit, die fängt jetzt gerade an zu laufen. Was machst du denn jetzt? Was denkst du darüber nach? Aber mir ging dieser Gedanke nicht mehr aus dem Kopf. Was würde passieren, wenn ich die ganze Zeit mit denen verbringen würde? Weil ihr kennt ja diesen Spruch, du bist der Durchschnitt von den 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ich bin meistens nicht so der Freund von diesen durchschnittlichen oder diesen allgemeinen Persönlichkeitsentwicklungssprüchen, aber dieser Satz ist so bei mir gezogen, dass ein paar Tage später ich bei Markus im Bewerbungsgespräch saß. Mit der Frisur hätte ich mich selbst nicht angestellt, aber ihr seht, ich stehe heute hier. Also tatsächlich, ich habe angefangen als Vertriebsmitarbeiter, relativ früh, wie gesagt, Team war nicht so groß, war noch, ich nenne es mal Wilder Westen, ja, deswegen wurde ich auch eingestellt, heutzutage würde ich wahrscheinlich nicht mehr eingestellt werden. Das Ganze hat sich dann so weiterentwickelt, dass ich im Vertrieb angefangen habe, sehr, sehr viel von den Jungs gelernt habe zum Thema Vertrieb, zum Thema Sales, zum Thema Einwandbehandlung, qualifizieren. Meine Wissensbasis ist nochmal extrem, extrem gewachsen, allein in den ersten paar Monaten. Dadurch wurde ich relativ schnell auch, ich habe mich nach oben gearbeitet, kann man es nennen, zum Strategieberater. Ja, schon nach, ich glaube, ein paar Monaten habe ich dann angefangen, die Strategieberatungsgespräche bei uns zu führen. Ja, ich glaube, bestimmt 70% hier, die hier sitzen, waren wahrscheinlich bei mir im Gespräch, oder? Melde mal bitte die Hand hoch, wer war bei mir im Gespräch? Kommt gut hin. Das Ganze ist also recht schnell vorangegangen. Ich habe super viel gelernt, habe dann auch angefangen, mein Wissen wieder weiterzugeben, was ich erfahren habe in den ersten Monaten oder auch eben das Wissen, was ich mir dazu angeeignet habe. Habe tausende von Kunden mittlerweile jetzt beraten, habe tausenden Kunden geholfen, mehr Umsatz zu machen beim Thema Sales oder durch Thema Marketing, durch Thema Sales, durch Thema Positionierung, bessere Erfolge zu erzielen. Das ganze Wissen hat sich natürlich extrem, extrem aufgebaut. Und das ist jetzt mal Skip Forward zu heute. Jetzt mittlerweile über 27 Millionen Euro Auftragsvolumen abgeschlossen. Extrem viel Wissen zu Unternehmertum, Vertrieb, Marketing aufgebaut. Tausende von Kunden mit aufgebaut für 6-stellige, 7-stellige Umsätze im Monat. Und in dieser Zeit, in dieser gesamten Story, die ich euch jetzt gerade erzählt habe, waren natürlich Unmengen an Learnings dabei. Diese Learnings, die kann ich auf gar keinen Fall, die könnte ich bis heute Abend noch nicht mal runterrattern, wenn ich wollen würde. Aber ich habe gestern eben drüber nachgedacht, was kann ich euch mitgeben, was euch vielleicht mal so ein bisschen Mehrwert gibt, damit ihr in eurer eigenen Story einfach schneller vorankommt. Deswegen habe ich mir gedacht,
du bist der Durchschnitt von den 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Warum rede ich eigentlich die ganze Zeit über mich? Lass mal lieber über andere Leute reden, die mir wirklich weitergeholfen haben. Deswegen gebe ich euch mal so ein bisschen den Input mit. Was haben diese einzelnen Menschen, die hier bei uns so bekannt sind, mit mir gemacht? Was haben die aus mir rausgeholt? Abend Veseli kennen, glaube ich, die meisten von euch, Geschäftspartner der Baudek-Brüder. Und da habe ich die erste Story zu und das erste Learning. Als ich damals im Verkaufsgespräch saß, in meinem allerersten Sales-Kollege bei Baudek. Ich sitze da drin, der Abend stellt sich vor. Ich denke mir, er ist ein sympathischer Typ. Und dann kriegt er raus, okay, wir machen Fitness-Coaching. Dann fragt er mich, ja, wie läuft denn das ab? Ich bin gerade auch so ein bisschen am Abnehmen. Wie macht man das denn so mit den Kalorien? Und ich denke mir, ach ja, cool, der interessiert sich dafür. Und ich erzähle und ich erzähle und ich sage, ja, du musst Kalorien hier und Makronährstoffe dort. Und dann sagt er, okay, wie machst du das mit dem Training? Wie machst du das beim Beindrücken? So, da fehlt mir immer sowas von der Ausführung. Dann erkläre ich und erkläre ich. Und dann bin ich wieder still und gucke ihn an. Und dann stellt er die nächste Frage. Und ich erkläre und erkläre und erkläre. Das hat er bestimmt 3-4 Mal gemacht. Und am Ende sagt er, cool, die Jungs habt echt drauf, so mit dem Thema Fitness. Aber ihr seid echt Scheißverkäufer. Und ich gucke ihn an, bin vollkommen schockiert. Und denke so, hä, was? Warum? Ich habe doch noch gar nichts gesagt. Und er sagte, ich habe dir gerade 5-mal Käufersignale gegeben und dir quasi indirekt gesagt, ich möchte kaufen und du kommst nicht mal auf die Idee. Und nicht mal auf die Idee kommst du, mich zu fragen, ob ich was bei dir kaufen will. Und das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass er damit 1000% recht hat. Und um das Learning jetzt ein bisschen auf euch zu übertragen, viele von euch merken gar nicht, wenn jemand gegenüber sitzt, der was kauft oder was kaufen möchte oder sich zumindest mal dafür interessiert. Es gibt ja Interessensignale und Käufersignale. Viele von euch ignorieren das komplett. Manche Leute reden mit euch und sagen, ja, mir geht es auch nicht so gut mit meinem Bauch, ich müsste auch mal was machen. Das kann auf einer Party sein von einem Familienangehörigen. Das kann auf einem, keine Ahnung, auf einer Hochzeit sein. Ist vollkommen egal, wo. Wenn Leute mit euch reden, die lassen ständig Signale fallen, dass sie Interesse an eurer Dienstleistung, an eurer Expertise haben. Und ihr müsst viel aufmerksamer dafür sein, dass ihr die auch wahrnehmt. Weil wenn ihr es nicht macht, verpasst ihr ständig irgendwelche Chancen, was zu pitchen. Und mal die Frage, was kann alles ein Käufersignal sein oder ein Interessensignal? Selbst wenn ihr ein Like auf einem Bild von euch bekommt, kann das ein Interessensignal sein. Aber ich habe schon Leuten etwas verkauft und Leute zu uns ins Training reingeholt, weil die ein Bild von mir auf Instagram geliked haben. Weil ich das gesehen habe und dachte, oh, scheinbar mag der mich. Komm, ich rufe den mal an. Das war der Einstieg. Da habe ich gesagt, ey, du hast gerade ein Bild von mir geliked. Und wie läuft es bei dir? Gespräch hat sich entwickelt. Hat gekauft, ist super zufrieden, hat schon mehrere Trainings mittlerweile gekauft. Das kann total banal sein. Manche von euch kommen gar nicht auf die Idee. Genau das gleiche im negativen Beispiel. Jemand hatet. Jemand hatet irgendetwas über die Art und Weise, wie ihr drauf seid. Oder was ihr auf Instagram oder sowas gesagt habt. Das ist auch ein Signal, dass das ihn irgendwie triggert oder irgendwie interessiert, was ihr da gerade gesagt habt. Viele von euch würden sagen, ja, der ist ja dann auf jeden Fall gar nicht mein Kunde. Ja gut, kann sein. Wenn ihr nicht anruft, dann wird er bestimmt nicht euer Kunde. Aber wenn ihr einfach anrufen würdet und rausfindet, was stört dich denn daran, ein Gespräch mit der Person sucht, tatsächlich versucht, eine Lösung zu finden, ihr würdet euch wundern, wie viele Kunden ihr dadurch gewinnen würdet. Die meisten von euch gehen einfach nur Konfrontation aus dem Weg. Wenn ihr aber Konfrontation entgegengeht und sagt, hey komm, wir reden mal drüber, was ist denn das Problem? Und wie können wir es lösen? Würdet ihr euch wundern, wie viele Kunden ihr allein darüber gewinnen könntet. Also bei jeder Kleinigkeit versucht aufmerksam zu sein, für Käufersignale. Das ist mal der erste Input, den ich von einem guten Herrn bekommen habe. Der zweite Input, der Abend hat immer so einen Satz früher gesagt, wer den Schläger nicht schwingt, der kann den Ball nicht treffen. Das war ein zweites riesengroßes Learning, was ich von ihm mitbekommen habe. Und eine ganz lustige Story, die ich dazu selbst erlebt habe, wo ich das Negativbeispiel gemerkt habe. Einige von euch haben es gesehen, ich bin vor einem Monat oder vor 1,5 Monaten habe ich geheiratet, ja, meine wundervolle Frau. Die ganze Hochzeit war natürlich sehr aufwendig, deswegen haben wir eine Wedding-Plannerin gesucht. Und ungefähr ein Jahr vor der Hochzeit haben wir Verkaufsgespräche geführt mit Wedding-Plannern. Im ersten Verkaufsgespräch habe ich eine Person vor mir sitzen gehabt, super sympathisch, super kompetent, erklärt Sachen vom Preis top. Ich dachte mir, krass, voll billig. Und gegen Ende des Gesprächs wird es immer stiller und stiller und das Gespräch läuft quasi einfach nur so vor sich her und keiner fragt mich, und, willst du es machen? Es kam einfach nichts. Meine Frau hat jetzt natürlich auch nicht gesagt, ja, dann lass uns das kaufen. Ich habe das nicht gesagt, weil ich dachte ausnahmsweise mal, das Gespräch wird geführt, nicht ich muss das Gespräch führen. Und was passiert? Am Ende kam die Aussage, ja, dann denkt auf jeden Fall nochmal 4 Tage drüber nach und schreibt mir einfach nächste Woche. Ich wollte kaufen. Also ich hätte jetzt nicht Nein gesagt, hätte sie gefragt. Was ist dann passiert?
Meine Frau, über irgendwelche Empfehlungen von ihren Freundinnen, hat sie dann eine andere gefunden, fand die auch super sympathisch. Die saß bei ihrem Gespräch und hat da dann zugesagt, weil die gefragt hat. Also das ist tatsächlich, hört sich total banal an, aber viele von euch, ich kenne die Vertriebsgespräche von vielen von euch, ihr fragt manchmal einfach nicht. Ihr fragt noch nicht mal, und wollen wir das machen? Hast du Lust darauf? Hast du Bock drauf? Wollen wir loslegen? Einige von euch getrauen sich das noch nicht mal, weil sie denken, ah, wenn ich das jetzt frage, dann sagt er ja nein. Also, wer den Schläger nicht schwingt, der kann den Ball nicht treffen. Das nächste Learning. Ich zähle hier quasi so die ganzen Baulig Avengers auf. Dann kommt so eine ganze Aneinanderreihung von den ganzen Leuten hier bei uns. Andreas, was habe ich von Andreas gelernt? Von Andreas habe ich auf jeden Fall gelernt, es ist vollkommen okay und erwünscht anzuecken. Trifft, glaube ich, ziemlich gut auf Andreas zu. Jeder, der ihn kennt, weiß, dass er eine sehr polarisierende Persönlichkeit ist und nicht unbedingt immer auf die Meinung von anderen ja, super stark achtet, wenn er seine eigene Meinung eben hat. Vielleicht die Story dazu, als ich zum allerersten Mal Andreas gesehen habe, wie ich gerade schon beschrieben habe, auf diesem Seminar 2017, saß ich dann in diesem Publikum, da waren bestimmt 10 Speaker. Von diesen 10 Speakern, ich kann mich an die 9 anderen nicht erinnern. Keine Ahnung, weil die waren alle irgendwo in dieser grauen Masse von, die haben alle dasselbe Zeug erzählt, die haben alle auf dieselbe freundliche, harmonievolle Art und Weise kommuniziert. Ich kann mich an die nicht erinnern. Ich stehe heute bei Baulig. Warum? Weil Andreas in seinen eigenen Worten, teilweise auch sehr polarisierend, die Meinung rausgeballert hat, für die er steht. Und nicht jeder mochte ihn dafür. Ich mochte ihn auch nicht dafür. Aber ich habe ihn dafür respektiert. Ich habe gedacht, ey, ich muss ihn nicht mögen, aber ich will die Ergebnisse, die er hat. Das ist der Grund, weshalb, glaube ich, sehr viele von euch hier sitzen, weil ich kenne das aus den ganzen Gesprächen, die ich führe. Ich frage immer, und was weißt du so von Baulig? Ja, also am Anfang fand ich euch ja total unsympathisch. Geht ja gar nicht, was ihr da so gesagt habt. Aber im Laufe der Zeit habe ich mich immer mehr damit beschäftigt und es hat irgendwie schon Sinn gemacht. Dann habe ich mir ein Buch gekauft, dann habe ich mir mal einen kleinen Kurs gekauft und das war schon echt top Wissen. Wenn man das schon für so einen Preis bekommt, da habe ich mir gedacht, schade, da nicht mal ins Gespräch zu kommen. Wer von euch hat so ähnlich gedacht? Wer mochte Andreas am Anfang nicht? Die meisten. Also da merkt ihr, wenn ihr einen Impact auf der Welt haben wollt und mehr Kunden gewinnen wollt und generell besser werden wollt auch im Vertrieb, denkt darüber nach, wie ihr mehr zu eurer eigenen Meinung stehen könnt, wie ihr vielleicht auch einfach eine eigene Meinung eher entwickeln könnt, weil viele von euch sind einfach, die bewegen sich im Mainstream mit ihren Meinungen, mit ihren Angeboten. Das kann man auch sehr gut auf Angebote transferieren. Ja, wenn ich zum Beispiel Cold Calls mache in einem Markt, wo jeder dasselbe Angebot hat, ja, dass ihr keine guten Opening-Quoten habt oder keine guten Cold Call-Quoten, wundert ihr euch tatsächlich? Wenn jeder dasselbe erzählt, was würde passieren, wenn ihr mal eine andere Meinung habt, mal eine Gegenposition einnimmt, mal ein bisschen Hate bekommt von den Leuten, die alle eine andere Meinung haben? Ihr würdet viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist definitiv ein Learning, was ich rausgezogen habe für mich. Ja, ich arbeite besonders im Vertrieb, spreche mit Leuten. Wenn man das jetzt auf den Vertrieb überträgt, ja, entweder hier in Cold-Call-Situationen oder auch in Verkaufssituationen. Wenn ich immer der Vanilla-Typ bin, immer der Typ, der sagt, hey, ist okay, dass du so denkst, ja, deine Denkweise ist ja ganz, ist ganz okay, aber wir könnten mal schauen, ob wir das auch vielleicht ein bisschen anders machen können, dann fallt ihr nicht wirklich auf. Und eure Leute in den Verkaufsgesprächen oder auch im Marketing oder sonst wo, die merken da gar nicht, dass es euch gibt. Baulig fällt extrem auf, weil wir eine andere Meinung haben, weil wir anecken, weil wir Dinge sagen, die euch triggern. Deswegen habe ich heute eine Aufgabe oder einen Impuls für euch mitgebracht. Schreibt euch mal wirklich als Tabelle 10 Dinge auf, links quasi, für was steht ihr? Kannst du hinschreiben? Für was? Machen wir einfach mal für was plus. Und hier schreibe ich hin, für was minus. Also für was steht eure Brand? Für was steht ihr als Person? Für was für Attribute, Ideen, Konzepte? Für was steht ihr? Was findet ihr gut? Schreibt da mal Minimum 10 Punkte auf. Und schreibt euch mal Minimum 10, wenn nicht sogar 15 Punkte auf, gegen was ihr steht. Weil die meisten von euch sind einfach zu Vanilla. Sind einfach so, dieses gute alte Vanilla schmeckt immer ganz gut, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man ultra krass dran denkt. Wenn ich zur Eisdiele gehe, hole ich mir niemals Vanilla. Schon mir irgendwas Krasses. Wenn ihr euch das mal als Übung aufschreibt und wirklich mal überlegt, wogegen kann ich schießen vielleicht auch, wo kann ich mal dagegen sprechen, dann bekommt ihr wesentlich mehr Aufmerksamkeit. Die Leute folgen euch erstmal. Vielleicht mögen sie euch nicht direkt, aber ihr fallt auf. Und wenn ihr auffallt, könnt ihr immer noch die Aufmerksamkeit zu einem Interesse umwandeln. Nächste Person der Baulig Gruppe. Der gute Markus. Markus, extrem geiler Typ. Viele von euch haben schon extrem viel von ihm gelernt.
Markus hat mir besonders beigebracht, dass man nicht so lange rumeiern sollte und rumprokrastinieren sollte, sondern einfach mal machen sollte. Hört sich an wie der 0 auf 15 Advice, dem ein jeder Persönlichkeitstyp gibt. Aber Markus ist eine Person, der ist einfach die Verkörperung von Umsetzung. Story dazu. Ich sitze mit Markus, keine Ahnung wann das war, ich glaube so vor 1,5 Jahren sitze ich im Restaurant mit dem Marc Scheifele. Wir reden darüber, über Business, über Kunden von uns, und am Nebentisch erzählt so eine ganze Gruppe so richtig komische Stories über Geld verdienen, über ihre Schwiegereltern, über bestimmte Gedanken, die sie haben. Und die haben so laut geredet, das war richtig unangenehm. Das war für uns wirklich unangenehm, was sie da teilweise für Glaubenssätze fallen lassen haben, so rein in Bezug auf Geld verdienen. Und dann sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, ey, es wäre doch voll geil, wenn wir so eine Kampagne machen würden, wo so ein Typ, so ein Selbstständiger zu seinen Schwiegereltern geht. Und die Schwiegereltern sind so richtig ekelhaft und die lachen den aus und die machen den dafür fertig, nehmen den überhaupt nicht ernst. Wer kennt diese Kampagne? Wer hat die schon gesehen? Extrem geil, ne? War auch... Genau, das hat ultra viele Leute abgeholt, weil damit fühlen sich super viele Leute, also können sich super identifizieren. Das war an einem Samstag. Am Dienstag sitze ich in meinem Büro, Markus kommt runter, zeigt mir das Video, was quasi schon fertig produziert ist. Ich gucke den an und sage, Bro, woher? Also, wie hast du es gemacht? Ich war komplett, also es hat mich wirklich auseinandergenommen. Ich bin von Markus damals schon viel gewohnt gewesen. Aber der hat innerhalb von 2, 3, 4 Tagen, ich kann nicht die genaue Zahl nennen, aber es war so ungefähr Samstag und dann Dienstag, der hat das Video fertig produziert gehabt. Am Donnerstag war das als Werbeanzeige live geschaltet. Da war mir bewusst, wie viel Geld ich auf der Straße liegen lasse, weil ich prokrastiniere. Und das ist bei euch genauso. Viele von euch haben eine Idee. Viele von euch haben Impulse, haben Gedanken. Und ich kann mich damit sehr gut identifizieren, weil ich war früher ein heftiger Prokrastinierer. Wenn ihr mir irgendwas gesagt habt, habe ich erstmal 5 Stunden drüber nachgedacht. Wenn irgendwas passiert ist, habe ich erstmal fett gezögert. Wenn ich mir gedacht habe, ich muss den anrufen, ja, lass erstmal warten, weil vielleicht muss ich mir noch einen anderen Satz überlegen, bevor ich anrufe. Markus denkt so nicht. Der macht einfach. Deswegen dieser Impuls, der hört sich selber an alle an, aber wenn ihr ihn umsetzt, wenn ihr einfach mal euch wirklich vornehmt, handelt einfach doppelt so schnell, wie ihr sonst macht und prokrastiniert nicht so lange, ihr macht safe instant mehr Umsatz. Und um das Ganze jetzt mal ein bisschen auf Vertrieb zu beziehen, mir hat das extrem geholfen, wenn ich prokrastiniert habe im Vertrieb oder beim Verkaufen oder wenn ich Leute anrufen will, eine andere Perspektive anzunehmen. Die Perspektive, die ich früher hatte, weshalb ich prokrastiniert habe, bevor ich Leute angerufen habe, war: Okay, ich werde den jetzt anrufen, ich werde ihm jetzt was verkaufen. Ich werde jetzt Geld verdienen. Ich werde da jetzt gut drin sein. Ich werde ihn überzeugen. So war meine Attitude. Und ich hatte Erwartungshaltung, eine super krasse Erwartungshaltung, dass ich jetzt sofort Umsatz produzieren muss. Und dann habe ich irgendwann meine Denkweise mal geändert und habe mir gedacht, warte mal, wenn ich so rangehe, natürlich baue ich mir Druck auf, natürlich habe ich Schiss. Wenn ich jetzt mit der Denkweise rangehe und sage, ich rufe einfach nur an, ich quatsch mit dieser Person, ich gebe der Person einen Mehrwert und sorge dafür, dass ich irgendwie diese Bindung einfach stärke. Vor was soll ich Angst haben? Vor was soll ich mir einen Druck machen? Ich rufe einfach an, ich telefoniere mit dieser Person, gebe wirklich einen Mehrwert, noch nicht mal mit der Intention vor dem Anruf, bevor ich diesen grünen Knopf drücke, ich muss was verkaufen, sondern einfach nur, ich rede mit der Person. Wenn ihr das mal macht, würdet ihr merken, wie viel schneller ihr die Telefonnummern wählt, und während ihr im Telefonat seid, kommt ihr sowieso darauf, hey, der hat gerade gesagt, der hat den Umsatz, der hat gerade gesagt, der hat das Abnehmproblem, der hat gerade gesagt, der hat die Webseiten Designfehler, der hat gerade gesagt, der hat das Zeitmanagementproblem. Dann sagt ihr einfach, also bringt ihr einfach den Pitch mit rein und sagt, na, warum bist du eigentlich schon nicht in meinem Programm? Oder warum hast du nicht nächstes Programm gekauft, wenn es ein Bestandskunde ist? Aber ihr müsst erstmal anrufen. Deswegen hört auf zu prokrastinieren, macht schneller Calls, setzt generell schnelle Ideen um. Und lasst euch inspirieren von Markus, weil egal, was ihr von uns gesehen habt, das wurde produziert in einer Geschwindigkeit, das könnt ihr euch kaum vorstellen. Und das ist auch der Grund, weshalb wir bei 30 Millionen plus im Jahr stehen und ihr vielleicht eben noch nicht. Jetzt kommen wir zu einem guten Call-Up. Vom Call-Up habe ich sehr viele Dinge gelernt. Wenn ich den schon sehe, muss ich schon lachen. Der Typ hat mir vor allem beigebracht, wenn du lustig bist und Spaß hast an deiner Arbeit, dann machst du definitiv mehr Umsatz. Der ist so die Verkörperung von Spaß, Lockerheit und Positivität, der Typ. Eigentlich habe ich da nicht noch ein anderes Bild. Oh ja, doch, das passt besser. Da lacht er zumindest schon mal. Ihr müsst euch vorstellen, ich war anfangs sehr verkrampft, wenn es um Verkaufsgespräche geht, wenn es um
Leute ansprechen geht, weil ich hatte extreme Angst vor Ablehnung und habe mir immer sehr stark Gedanken gemacht, bevor ich telefoniert habe, in Verkaufsgesprächen, war immer so ein bisschen zu verkrampft. Und wenn ihr verkrampft seid in Verkaufsgesprächen, weil ihr zu viel Druck euch macht oder weil ihr irgendwie darüber nachdenkt, was am Ende rauskommt, fühlt ihr euch selbst schlecht. Wenn ihr euch selbst schlecht fühlt, übertragt ihr dieses Gefühl auf den Kunden. Wenn der Kunde merkt, ihr seid irgendwie weird drauf und ihr fühlt euch nicht so geil, dann kauft er wahrscheinlich nicht unbedingt bei uns oder bei euch. Überlegt euch mal, ihr sitzt in einem Verkaufsgespräch jeweils mit einem Experten. Der eine Experte ist so ein bisschen eine Trantüte. Der hat keine Energie, der ist nicht happy, der redet so ein bisschen lasch vor sich her, aber der ist inhaltlich top. Wirklich tipptopp. Und auf der anderen Seite habt ihr einen, der hat genau die gleiche Expertise, aber der ist richtige Energiebombe, der lacht, der macht Jokes, der verarscht euch ein bisschen, aber auf eine sympathische Art und Weise. Der macht Witze und der lockert das Ganze so ein bisschen auf. Bei wem kauft ihr, wenn beides von der Expertise her gleich ist? Ihr kauft safe bei der zweiten Person, weil ihr ein viel geileres Gefühl dabei habt. Weil Menschen wollen Lockerheit, Menschen wollen Positivität, Menschen wollen geführt werden von der Person, die Spaß an ihrem Job hat, die auch diese Positivität vermittelt, weil wir alle arbeiten, um Geld zu verdienen. Ja, schön und gut. Aber wir alle arbeiten auch, um Spaß zu haben, Ziele zu erreichen, Positivität im Leben zu haben. Und das kriegt ihr nicht hin, wenn ihr wie so Trantüten irgendwie da hängt und keinen Spaß habt. Um euch mal so ein Beispiel zu nennen, wie Kodab das zum Beispiel macht. Der Typ, der ist einfach, den kann keiner kontrollieren, der ist einfach wild. Der macht, was er will quasi, aber weil es ihm Spaß macht. Und deswegen macht er auch so viel Umsatz. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal von Kodab angerufen wurde. Bestimmt, oder? Wer wurde schon mal von Kodab angerufen? Sehr gut. Wenn ihr nicht ans Telefon gegangen wärt, dann schickt er euch teilweise einfach ein Bild. Nicht so, sondern so. Damit man quasi von unten so ein bisschen in seine Nasenlöcher reinschauen kann. Das sieht zum Wegschmeißen aus, das Bild. Und er sagt, hey, geh mal kurz ran. Kodab arbeitet vor allem mit Bestandskunden bei uns. Ja? Das heißt, er kann natürlich, weil er schon eine Beziehung aufbaut, so ein bisschen verrücktere Jokes machen, über die ihr alle lachen könnt. Heißt jetzt nicht, dass ihr das jetzt bei allen euren Kunden machen solltet, ja, die jetzt irgendwie große Konzerne oder sonst was sind. Das wird jetzt nicht so viel Sinn ergeben, bitte. Aber was ich euch vermitteln will, ist, habt einfach ein bisschen Spaß. Seid nicht so verkrampft. Wenn ihr irgendwas wirklich lustig findet im Verkaufsgespräch, dann lacht drüber. Sprecht es an. Sprecht den Elefanten im Raum an. Seid so ein bisschen unverkrampfter, als es vielleicht normalerweise seid. Weil ja, es geht um Geld verdienen. Aber ich habe früher auch viel zu sehr gedacht, man muss seriös sein. Man darf nur auf einer bestimmten Tonlage reden. Man darf jetzt nicht so seinen eigenen Charakter quasi rauslassen. Aber Menschen kaufen nicht nur Produkte und irgendwelche Ergebnisse. Menschen kaufen Menschen. So, und wenn ihr sympathische, coole, lustige Menschen seid, die einen auch von der Emotionalität her mitreißen, dann kaufen die Leute viel eher bei euch. Natürlich solltet ihr auch schauen, dass ihr top seid in eurer Dienstleistung, ja, dass ihr top seid bei Erdschalten, bei Fitnesscoaching, bei sonst wegen Themen, was ihr macht. Aber achtet eben darauf, dass ihr da auch ein bisschen mehr Lockerheit reinbringt und nicht so verkrampft seid, weil dann werdet ihr automatisch mehr Umsatz machen. So, das waren mal so ein paar Learnings von jetzt den vier Jungs. Ich könnte jetzt hier bei jedem Einzelnen 10 Learnings machen und ich könnte wahrscheinlich noch 10 andere Leute da anreihen. Meine Frau hat gesagt, ich soll sie mit reinnehmen. Deswegen, falls sie das hier sieht, ich muss kurz sagen, Schatz, du verbindest alles quasi. Ja, du bist der Kodab, du bist der Abend, du bist der Max, du bist alles. So, aber das waren eigentlich die Learnings. Alles klar, vielen Dank, Janik, einen Applaus.